Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorHub Startup Test TV und ich möchte euch hier ein spannendes Versicherungsstartup vorstellen, nämlich Lemonade. Kommt aus den USA und die wollen Versicherungen wieder einfacher, günstiger und sexier machen, weil ihr kennt es, Versicherung abschließen geht über Check24 noch ganz gut, aber Abwicklung ist oft sehr mühsam, man muss irgendwelche Sachen einreichen, es dauert lang, ist einfach kein schöner Prozess. Und sie sind einfach digital aufgestellt und können deswegen so günstig sein, weil sie haben günstigen Direktvertrieb und machen die Abwicklung auch mit künstlicher Intelligenz, mit so einem Chatbot. Ja, sie haben in Deutschland zwei Angebote, eine Hausratversicherung für 2 Euro, eine Haftpflichtversicherung auch ab 2 Euro. Neben der digitalen Abwicklung ist auch besonders, dass man Geld an soziale Zwecke spenden kann, ist nicht komplett uneingenützig, denn wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Schaden einreichen wollt für 50 Euro, dann werdet ihr daran erinnert, dass diese 50 Euro dann von dieser sozialen Einrichtung abgezwickt werden. Trotzdem ist es eine soziale Firma, aber sie nehmen trotzdem sich einen fixen Anteil, um gewisse Gewinne zu machen. Ja, da stecken schon Investoren dahinter, wie Softbank, und die Firma ist auch mehrere Milliarden wert und ist jetzt auch in Deutschland. Aber sie machen echtes soziales Engagement, also das sind schon beträchtliche Summen, die da zusammenkommen sollen. Ja, und auch die Schadenabwicklung soll sehr, sehr schnell gehen, ab 3 Sekunden, und die Bewertung von den Apps sind wirklich sehr, sehr gut. Wir sehen hier 4,9, die Leute sind wirklich zufrieden und 30% der Schadensfälle, sollten natürlich noch mehr sein, werden sofort bearbeitet. Ja, da muss man einfach in der App auf Schaden klicken, sagen, was passiert ist, und der Algorithmus macht dann so Testfälle, ob das alles in Ordnung ist. Manchmal wird natürlich dann zurückgefragt und dann kriegt man das Geld innerhalb von wenigen Stunden. Ja, wird nicht immer so sein, aber sie haben zumindest den Ansatz. Und das ist dieser Chatbot. Jetzt, wenn ich jetzt meinen Namen hier angebe, Philipp Haas, dann gebe ich, ihr seht, hier werde ich so durchgeführt. Das ist nicht so ein Formular, sondern so ein Kennenlern-Chat, und dann kriege ich irgendwann einen Preis und kann das wirklich sehr, sehr schnell abschließen. Mache ich zum Beispiel mal die Parkstraße in Berlin, 23, genau, stimmt jetzt nicht, aber einfach mal so als Test. Und ich wohne in einer Wohnung mit 77 Quadratmetern, habe aber keine Alarmanlage und Sicherheitskameras. Bei mir wohnen bessere Hälfte und Kinder noch dazu. Die werden auch mit abgedeckt. Ich habe keinen Schaden gemeldet in den letzten 3 Jahre. Und ich habe auch keine Dinge, die mehr wert als 5.000 Euro wert sind. Und jetzt muss ich einfach nur noch meine E-Mail-Adresse angeben, mein Geburtsdatum, und kriege dann ein Angebot. So haben sie schon die Daten. Und dann kann ich das schnell abschließen, mir die App runterladen und die Sachen dann immer darüber abwickeln. So, was ist jetzt das Fazit davon? Mein Fazit ist, als Kunde definitiv, also ich würde es definitiv nutzen. Ich habe leider schon eine Haftpflichtversicherung, weiß noch nicht, ob ich vielleicht nicht faul genug bin, zu wechseln. Als Investor auch wahrscheinlich, da natürlich sie schon sehr günstig sind und auch viel Geld geht natürlich zu NGOs. Das will man als Investor vielleicht nicht unbedingt. Trotzdem finde ich es einfach ein Produkt, was wirklich einen Kundennutzen hat und einfach deutlich besser ist als bisherige Sachen. Und ihr könnt natürlich damit erst starten und noch viele andere Sachen machen. Ja, also wird es auch noch einige andere Sachen geben, aber ich finde Lemonade wirklich ein spannendes Versicherungsstartup, was jeder sich mal testen sollte, der eine Haftpflichtversicherung oder eine Hausratsversicherung braucht. Also Lemonade kann ich empfehlen, habe auch wirklich Positives darüber gehört und gelesen. Wir sehen auch hier, und so funktioniert dann, wenn man sich bei der App anmeldet. Ja? Und hier sehen wir zum Beispiel, was passiert, wenn man ein Fahrrad gestohlen hat. Man kann einfach sagen, ich möchte einen Schaden melden, oder man klickt auf Schaden und dann wird es getestet. Ja. Also, testet es selber mal. Es ist sicherlich einfacher und auch günstiger als bisherige Meldungen und sicherlich eine Innovation mal auf dem deutschen Versicherungsmarkt. Wenn du andere spannende Startups sehen willst, dann natürlich gerne meinem Kanal beitreten. Und zu Lemonade geht es auch direkt in dem Link in der Beschreibung. Da kannst du das direkt abschließen.